Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, auf dem Kanal von Schematze. Heute eventuell mit dem letzten Biertest aus England, weil wir in wenigen Tagen wieder zurückfahren werden. Deswegen habe ich euch ein Bier mitgebracht, oder ein Bierstil besser gesagt mitgebracht, der im Grunde genommen symptomatisch ist für England, oder sagen wir mal wieder geworden ist, nämlich das Porter. Porter ist ein Bierstil, der in London im frühen 18. Jahrhundert entwickelt worden ist. Und weil er damals so beliebt war unter den Trägern und den Marktzulieferern in London, hat man es Porter genannt, nach den Trägern. Also der Porter trinkt das Porter. Auf Englisch ist das natürlich vollkommen wurscht, weil die haben ja nur einen Artikel, aber wir haben halt drei zur Auswahl und das ist das Porter. Das Porter ist erstaunlicherweise, nachdem es dann exportiert worden ist in die Welt, und zwar vor allem auch in Richtung baltische Staaten und in Richtung Irland, komischerweise in England ziemlich in Vergessenheit geraten, während das in anderen Teilen der Welt weiterhin verbreitet war. Das heißt, Porter gab es weiterhin in Russland, Finnland, in den baltischen Staaten und vor allem auch in Polen, wo jede Menge Porter hergestellt wurde. Vielleicht ist es deshalb nicht überraschend, dass das bekannteste deutsche Porter, das Lausitzer Porter, in der Nähe der polnischen Grenze sozusagen hergestellt wurde. Das heißt, gar nicht so weit entfernt von dem Ort, wo die meiste Porterproduktion zu der Zeit passierte. 60er, 70er, 80er Jahre, wie gesagt, total in Vergessenheit geraten in England. In den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren im Grunde genommen, ein genauso starker Wiederaufschwung, und mittlerweile gibt es x Brauereien in England, die wieder Porter brauen. Drei davon habe ich euch hier mitgebracht, das heißt natürlich nicht die Brauereien, sondern ihre Produkte, ihre Porter. Das sind zweimal London und einmal Somerset, also alles eher im südlichen Teil Englands. Und es sind drei Biere, die schon einigermaßen viele Preise gewonnen haben. Ich bin mal gespannt, ich wollte euch ja keinen lumpigen Porter hier mitbringen. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Was man erwarten kann, normalerweise von einem Porter, ist dunkle Farbe, viel Röstmalz, Kaffee-Schokoladennoten, gewisse Bitterkeit, manchmal auch eine süße Note drin. Vor einigen Tagen hatte ich hier ein jamaikanisches Porter. Das war doch etwas süßer, als es normalerweise der Fall ist bei den englischen. Und schauen wir mal, was unsere drei Freunde hier zu bieten haben. Hier The Colonel wieder, eine Brauerei, die in diesem Jahr erst gegründet worden ist, in London, und sehr stylisch. Aber dadurch, dass es erst in diesem Jahr erfolgt ist, habe ich noch nicht so viel darüber lesen können und noch nicht so viele Biertests in den Magazinen gesehen. Die zweite Brauerei, Meantime, die neuen Stars, im Jahr 2000 gegründet, also auch noch nicht besonders alt, aber in diesen 10 Jahren schon so ungefähr alles abgeräumt, was es an Preisen auf dem englischen Markt zu gewinnen gibt. Hier, lustigerweise, London Porter von Meantime in der Version für Marks & Spencer, also für die Kaufhauskette gebraut. Das originale Meantime Porter sieht so aus, in der großen Flasche. Die wollte ich aber jetzt nicht unbedingt aufmachen, weil da ja auch ein schöner Korken oben drauf ist. Und das möchte ich auch ein bisschen einlagern im Keller, denn es lohnt sich manchmal auch, einen Porter etwas länger liegen zu lassen. Was jetzt hier an dieser Version anders ist, kann ich noch nicht wirklich sagen, außer dass es 1% weniger Alkohol hat. Das heißt, statt 6,5 in normalen sind es hier 5,5, also eine leichter eingebrauchte Version ihres Porter, nehme ich an. Und zwar exklusiv für Spencer. Und hier das dritte Bier kommt von Cheddar Ales. Da hatte ich schon einige Biere getrunken. Die anderen waren alle wirklich gut. Und diese Brauerei ist auch erst im Jahr 2006 gegründet worden. Deswegen, wie gesagt, der Aufschwung von Porter hat auch mit dem Aufschwung der neuen Brauereien zu tun, die sich wieder trauen, alte Bierstile herzustellen. Cheddar Ales ist das kräftigste Porter. Hat 4,7, nämlich nur, ich dachte 4,7 Volumenprozent. Beim Porter und beim Stout kann man sich nie so ganz sicher sein, wie stark die sind. Es gibt Porters und Stouts, die gehen über 10% Alkohol hinaus, und es gibt welche, die bleiben ganz unten bei knapp 4. Also das sollte im Grunde genommen nicht das Indiz dafür sein, womit man es zu tun hat. So. Jetzt, man sieht es
von eurer Seite aus natürlich weniger als von meiner Seite, aber von meiner Seite habe ich diesmal keinen großen Vorteil, weil das sind derartig dunkle Biere, dass ich jetzt gar nicht so groß unterscheiden kann, was jetzt welche Farbe das ist. Das ist also dunkel bis ja, Ebenholzfarben. Leicht durchscheinend allerdings trotzdem noch. Das ist ein bisschen heller, also wie richtig, richtig schwatte Cola, wenn es sowas geben würde. Das hier bewegt sich da so in der Mitte, aber auch eher in diese Richtung. Also sehr dunkel in jedem Fall. Schaum, wie man auch selbst sehen kann, kaum vorhanden. Das ist aber auch typisch, wie gesagt, die englischen Porter wollen ja bis zum Rand gefüllt werden im Glas. Sonst sind die Engländer sauer, dass sie nicht ein volles Pint bekommen haben, sondern weniger. Ich probiere einfach mal. Ja, The Colonel, hier die kleine Flasche, sehr viel Rauch und Röstlichkeit in der Nase. Zuerst am Gaumen gar nicht so stark zu spüren, aber da ist so eine Säurenote drin, so eine laktische Note drin. Jetzt das Meantime. Wesentlich eleganter, wesentlich weniger geröstet, zurückhaltender, leichter wirkend, aber auch beide trocken. Hier ist keine Spur von Süße drin. Und Totty Pot von den Cheddar Ales. Noch weniger geröstet, noch zurückhaltender, noch ausgewogener. Diese beiden Porter ähneln sich in ihrer ausgewogenen Art, das heißt, es sind typische Vertreter ihres Bierstils, aber sie sind halt nicht so extrem. Das Colonel hat so eine richtig, ja, fast wie so eine Speckschwarte, solche Komponenten drin, geräucherte Speckschwarte. Das ist was für Leute, die so richtig kräftig, röstige, würzige, geräucherte Biere mögen. Und die beiden anderen, die ich jetzt nochmal schnell zum Quervergleich teste. Ja, fein. Hier vielleicht noch etwas mehr säuerliche Note. Die beiden sind milder, in Anführungszeichen, aber trotzdem vollmundig und haben alle Qualitäten, die man sich von einem Porter wünschen kann. Das sind drei Biere, von denen, wie gesagt, ich stehe ja nicht so auf die ganz starken Dinger. Das ist das Extremste. Würde bei mir Nummer 3 sein. Das würde bei mir Nummer 2 sein und komischerweise, ne, im Grunde genommen teilen die sich. Nummer 1,5 und Nummer 1,5. Also zwei Porter, die ich weiterempfehlen kann. Das andere, wie gesagt, nur für diejenigen, die gerne mal in einen Holzbalken beißen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.